Belgien hat das Top-Duell in Gruppe 2 der Liga A in der UEFA Nations League gegen die Schweiz mit 2:1 gewonnen und sich damit an die Tabellenspitze gesetzt. Mann des Abends war Angreifer Romelu Lukaku, der beide Tore für die Roten Teufel erzielte. Vorangegangen waren jeweils schöne Kombinationen, an denen beide Male Eden Hazard und Dries Mertens maßgeblich beteiligt waren. Erlebe die Nations League live auf der ZN, hole dir jetzt den Gratismonat. Derweil gab es bei der Neuauflage des WM-Halbfinals zwischen Kroatien und England ein torloses 0:0. Die Three Lions, bei denen BVB-Youngster Jadon Sancho nach 78 Minuten eingewechselt wurde und sein Länderspieldebüt feierte, vergaben dabei in der zweiten Halbzeit gleich mehrere gute Chancen auf den Sieg. Besser machte es Österreich, das sich dank Marko Arnautovic mit 1:0 gegen Nordirland durchsetzte. Kroatien, England 0:0. Die Nationalmannschaften von Vize-Weltmeister Kroatien und dem WM-vierten England haben sich in der Nations League torlos getrennt. In der Neuauflage des WM-Halbfinals, das die Kroaten nach Verlängerung für sich entschieden hatten, vergab Eric Dier in der 44. Minute mit einem Kopfball an den Pfosten die beste Chance. In der Gruppe 4 der höchsten Liga A haben die spielfreien Spanier mit 6 Punkten nach 2 Spielen den Gruppensieg fast sicher. England und Kroatien stehen jetzt jeweils bei einem Zähler. Bei den Kroaten standen der Frankfurter Ante Rebic und Hoffenheims Andre Kramaric in der Startelf. Auf Seiten der Three Lions feierte Dortmunds Supertalent Jadon Sancho sein Debüt. Der 18-Jährige wurde in der 78. Minute für Raheem Sterling eingewechselt. Das Spiel fand vor leeren Rängen statt, nachdem Kroatien infolge des Hakenkreuz-Skandals 2015 zu 2 Geisterspielen verurteilt worden war. Damals hatten kroatische Fans vor einem EM-Qualifikationsspiel den Rasen im Stadion Poljud in Split mit Chemikalien präpariert, so dass sich ein viele Meter großes Hakenkreuz abzeichnete. Belgien, Schweiz 2:1, 0:0, Tore, 1:0, Lukaku, 58. 1:1, Gavranovic, 76. 2:1, Lukaku, 84. Mit gleich 4 Profis von Bundesligist Borussia Mönchengladbach in der Startelf hat die Schweiz einen Achtungserfolg in Belgien nur knapp verpasst. Die Mannschaft von Nationaltrainer Wladimir Petkovic unterlag in der Nations League beim WM-Dritten mit 1:2, 0:0 und musste damit nach dem zweiten Spiel ihre Führung in Gruppe 2 der A-Liga an die Belgier abgeben. Stürmerstar Romelu Lukaku, 58. 84. von Manchester United traf doppelt für die Roten Teufel, bei denen Borussia Dortmunds Axel Witzel durchspielte. Der eine wechselte Ex-Schalker Mario Gavranovic, 76. glich zwischenzeitlich für die Schweiz aus. Das Gladbacher Quartett aus Torhüter Jan Sommer sowie Nico Elvedi, Michael Lang und Dennis Zakaria begann für die Schweiz. Steven Zuber von der TSG Hoffenheim war der 5. Bundesliga-Profi in der Startelf der Eidgenossen, die unter anderem ohne die angeschlagenen Roman Bürki, Manuel Akanji, beide Borussia Dortmund und Breel Embolo, Schalke 04 antraten. Österreich, Nordirland 1:0, 0:0, Tore, 1:0, Arnautovic 71. Österreich hat in der Nations League dank des früheren Bundesliga-Profis Marko Arnautovic den ersten Sieg in der Gruppe 3 der Liga B gefeiert. Der Stürmer des englischen Erstligisten West Ham United, 3 Jahre in Diensten von Werder Bremen, erzielte beim 1:0, 0:0 gegen Nordirland den einzigen Treffer im Wiener Ernst-Happel-Stadion. 71. Österreich liegt mit 3 Punkten auf dem 2. Platz hinter Bosnien-Herzegowina, 6. Die Nordtiren, 0, sind Letzter.
In Wien standen beim Gastgeber 5 Bundesliga-Profis in der Startformation, in Alessandro Schöpf, Schalke 04, Florian Kainz, Bremen und Alexander Dragovic, Bayer Leverkusen, wurden 3 weitere eingewechselt. Estland, Finnland 0:1, 0:0, Tore 0:1, Pukki 90. 1, Griechenland, Ungarn 1:0, 0:0, Tore 1:0, Mitroglou 65. Moldawien, San Marino 2:0, 1:0, Tore 1:0, Ginsari 31. 2:0, Ginsari 67. Weißrussland, Luxemburg 1:0, 1:0, Tore 1:0, Saroka 43.